Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Vlog. Ich habe gestern schon mal ein bisschen vorgearbeitet, gestern Abend. Und habe schon mal Heu aufgeladen auf einen neuen Anhänger. Ja, 6.11 davor natürlich, Frontlader noch eben geholt. Denn das will ich jetzt mal eben wegbringen. Ich mache den Träger schon mit dem anderen, kann ich schon mal eben 2 Minuten warm laufen. Eben noch eine Tour wegbringen und dann heute ist wieder Weihnachtsbaumverkauf. Ich filme übrigens gerade am Handy, deswegen sieht das so komisch aus wahrscheinlich. Ja, genau, verzurrt ist schon alles. Ich habe den hier schön unter Dach, weil das heute auch schon wieder so ein bisschen nieselig ist, damit die Ballen nicht nass werden. Das hat gut geklappt. Aber der Anhänger ist echt top, da geht echt ganz gut was drauf und schön stabil und der ist gut. Da freue ich mich, dass ich den gekauft habe. Habt ihr vielleicht gerade gehört, der 6.11, der springt so ohne Probleme an, obwohl hier Batterieleuchte leuchtet. Ich weiß aber, irgendwie muss die Lichtmaschine hier arbeiten, sonst wird ja nicht immer jedes Mal anspringen. Und Licht geht auch ohne Probleme. Scheinwäscher und so auch alles ganz normal in der Geschwindigkeit. Also zu wenig Spannung hat er eigentlich nicht. Tja, keine Ahnung. So, Baumverkauf Nummer 5, glaube ich, ne? Dritte Samstag. Ja, 5. heute Morgen war anscheinend ganz gut was los. Ich war ja nicht da. Ich habe ja Heu weggebracht. Meine Freundin war nur eben hier und hat das mitgemacht. Da war anscheinend ein ziemlicher Ansturm, meinte sie. Samstag ist das jetzt, also bis jetzt zumindest immer so gewesen. Die kommen echt von 10 bis 11, halb 12. Und dann kann es richtig merken, dass dann Mittag ist. Dann kommt deutlich weniger. Jetzt im Moment ist auch nicht viel los. Und sonntags ist genau andersrum. Da kommt morgens keiner, weil die erst alle in Ruhe aufstehen und frühstücken alles. Da ist gegen Mittag, Nachmittag, Abend eher, dass da mehr die Masse kommt. Aber im Großen und Ganzen alles gut. Musik ist heute auch nochmal wieder da. Da kann ich nochmal eben flott hinfilmen. Aber im Großen und Ganzen wäre relativ zufrieden fürs erste Mal. Ich denke mal, dass wir es öfter machen. Auch mal im Sommer. Einfach drücken. Aber Lukas schneidet das erst auf dem Mikro und ich kann das Intro nicht. Nächster Samstag vorbei. Wie gesagt, war eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut. Eben noch ein paar Fans und Leute getroffen. Hat auch Spaß gemacht, eben ein bisschen geschnackt, kleinen Glühwein noch getrunken. Aufgeräumt ist soweit schon mal eben alles. Ja, Bauzäune stehen hier noch, 2-3 Bäume, die so mega riesig waren. Man sieht sowieso nichts. Lampe aufgeladen, ja. 2-3 Bäume, die so mega riesig waren, die haben wir jetzt hier stehen lassen. Die passen so schlecht in eine Diele rein. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Ein paar Bäume haben wir jetzt noch nachgeholt. Mal gucken, was morgen noch so geht. Und dann reicht das erstmal mit Weihnachtsbäumen verkaufen. Ist ja hartes Geschäft halt, ne? Körperlich anstrengend. Die ganzen Bäume durchs Netz ziehen und dies und das. Ach, ein bisschen hell. Aber Spaß macht das doch irgendwie. Aber ich mache auch 3 Kreuze, wenn das Jahr vorbei ist und mal ein bisschen Ruhe mal hat. Irgendwie ist ja irgendwie das ganze Jahr immer was. Von Heu über Kartoffeln, wenn sie denn mal aus der Erde kommen. Und dann Weihnachtsbaumgeschäft. Merch ja jetzt demnächst auch wieder. Also irgendwas ist immer. Irgendwie bin ich dann mal froh, wenn ich mal eine Woche oder ein paar Tage zumindest irgendwie Urlaub habe und einfach nur auf dem Sofa liegen kann. Aber naja, so ist das halt, ne? So, ich räume noch mal ein bisschen auf und dann ist auch Feierabend. Letzter Sonntag Tannenbaumverkauf. Ja, ist im Moment wenig los. Deswegen will ich mal eben nach hinten, denn ich habe gerade was gehört. Das hörte sich nach Fortschritttechnik an. Der Drescher wollte nicht anspringen. Und Yannick und Christoph waren da jetzt gerade bei und haben nochmal nachgeguckt, beziehungsweise letztes Wochenende haben die schon mal geguckt. Und die hatten jetzt die Pumpe, wo man quasi auch mit der Hand nachpumpen kann. Die hatte fast gar nicht mehr gezogen. Die hatten die einmal ausgebaut und neue Gummis reingemacht, neue O-Ringe, weil die anscheinend ziemlich hin waren. Die hat schon richtig Luft gesaugt.
die einmal ausgewechselt und ebenso aus der Ferne habe ich so einen Fortschrittklang gehört. Deswegen will ich hier nochmal eben schnell hin. Vielleicht hat es daran gelegen. Gucken wir mal. Frag die mal eben. Sitzt die ganze Bagage schon, dass sie hier mal wieder wegkommen. Läuft er wieder oder? Oh, läuft. Ja, läuft. Also tritt auf. Also. Das ist schlecht. Ist doch eine Leitung kaputt oder wie? Nö, Chris, aber das Gewinde aus der Pumpe ausgedreht. Ja. Oh, was soll sowas denn? Jetzt brauchen wir doch eine neue Pumpe oder was? Also vielleicht kann man ein bisschen Matsche und Kleben und Flüssigmetall ist. Und dann reinschrauben. Machst du auch ein neues Gewinde? Komm, du hast wieder so viel Drehmoment in der Hand. Ja. Flüssigmetall ist immer gut. Hast du die Tore auf? Soll er eben schnell da rein oder wie? Ja, wir wollen ihn gleich schnell reinfahren. Lassen wir laufen und dann kommt er schnell rein. Wenn er uns nicht abbrennt vorher. Ja, die kann ich eben schnell aufmachen. Kommt der da rum? Ja, eigentlich schon. Ja, klar. Wir machen gleich vorne die Straße dicht und dann. Ja, muss so. Einfach im schnellen Kaltstart hier noch erleben. Aber ganz kalt ist er nicht. Schnellen Start aufnehmen und dann eben rein. Ja, mach noch. Ja, warte, ich muss mir eben positionieren. Nee, dann mach doch die Tore eben auf. Ich komme eben mit. Ja, die Tore habe ich. Also, ihr fahrt ja hier rum. So schnell kriege ich die Tore auf. Das kriegen wir hin. Ja, aber da oben die Luke noch mit auf und links und dann kommst du gleich wieder. Fertig. Und dann kannst du füllen, wie er vernünftig wegfährt. Oder das, können wir auch. Da können wir auch. Mit Fox, ne? Stinkt das doch. Ja, dann machen wir erst eben schnell die Tore auf. Wenn Chef das sagt, dann machen wir das. Boah, ich habe irgendwie gefühlt die ganzen Wochenende über, also ich sehe Audi, hätte eh noch weggemusst, die ganzen Wochenende über einen gleichbleibenden Glühweinpegel irgendwie. Alter, viel Fall da, ey. Oh, wir das wieder zuletzt. Vorstellung vom Audi kommt auch jetzt. Ey, was ist das denn? Kommt jetzt. Oh, ich habe keinen Schlüssel mehr, deswegen. Oh, nee. Kommt hoffentlich jetzt auch bald. Eigentlich wollte ich das jetzt im Dezember schon fertig haben, aber ja. Wegen Tannenbaum verkaufen, alles Mögliche. Leider nicht dazu gekommen. Ich wollte viel mehr Advents-Special machen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Eben Schlüssel holen. Ja, aber auf jeden Fall, Jahresrückblick kommt auf jeden Fall. Jo, jetzt ostdeutsche Kaltstart-Action. Und läuft auch noch nicht. Die kriegt erst ein Diesel jetzt und nach und nach. Oh, wie das riecht. Herrlich. Aber unverwüstlich. Ja, zwei Dichtringe neu, läuft wieder das Ding. Zen-Artikel. Licht geht auf. Oh, was ein herrlicher Anblick. Da kommt hey. Beste Ding. Perfekt. So, und jetzt sieht man auch, warum das Dach runter ist. Da fragen ja auch mal viele nach. Wenn das Dach da jetzt oben drauf wäre, dann wäre der noch, weiß ich nicht, 40 cm höher. Dann wird hast du Klotz hinter gepackt? Nee, noch nicht. Ja, mach das mal, bevor der gleich. Ja, eben ganz schnell. Dann wäre das Dach ja irgendwo hier, dann wird er noch weiter nach da stehen quasi.
Da guckt er mit dem Arsch nämlich noch weiter raus. Der guckt jetzt ja schon, weiß nicht, einen halben Meter raus. Aber läuft noch gut, oder? Ja, das geht. Ast rein. Bremse geht auch, tatsächlich. Ja, das ist gut. Licht geht auch, obwohl das alles in Sicherungskraft reinigt, das ganze Wasser. Ja, das ist ostdeutsche Technik. Oh. Warte, hier im Klotz vor. So, achso, oder lieber nach vorne packen? Ne, hinten. Ja, das war's. Ein Glück, muss ich sagen, mit dem Bauverkauf. Ist ein hartes Brot, ist anstrengend, aber irgendwie Spaß macht das schon. Aber ich bin jetzt auch froh, dass es ja, hier zumindest auf dem Hof der Verkauf zu Ende ist. Ein paar Bäume haben wir überbehalten. Die stehen jetzt hier in der Halle, da machen wir noch ein Schild dran. Zum selber wegholen quasi, dann bezahlen die Leute im Kartoffelhaus eben. Hoffentlich zumindest. und dann ist das gut, da können wir nicht noch beistehen. Ja, ich habe ja versprochen, eigentlich wollte ich zum Ende hin noch durch den Trichter springen und mich einnetzen lassen, wenn die Verkaufssaison hier vorbei ist. Aber ja, das müssen wir leider verschieben. Netz ist alle. Ja. Sind auch nicht alle Bäume durchgegangen durch den Trichter. Wie gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, 15 oder so haben wir leider nicht geschafft einzunetzen. Da war das Netz alle. Naja, ich muss nochmal welches nachbestellen. Irgendwann holen wir das nochmal nach, spätestens nächstes Jahr, aber das kriegen wir nochmal hin. Da springen wir auf jeden Fall noch durch, das lasse ich mir nicht nehmen. Aber auf jeden Fall gut, dass wir so einen Trichter genommen haben, mit 55er Durchmesser. Die gibt es ja auch noch kleine, aber ja, 55 ist doch echt schon gut. Ich meine, für kleine Bäume, dann nützt das gar nicht so viel. Vielleicht, wenn das nächste Jahr noch mehr wird, kann man gucken, ob man noch einen kleineren dazu nimmt. Da macht das gar nicht so viel aus, das Einnetzen. Aber große Bäume, da hatte ich ab und zu durch den hier schon Schwierigkeiten, die da durchzukriegen. Den einen heute, da haben wir mit zwei Mann dran gerissen, der wollte da fast nicht durch. Da war ich schon kurz davor, den Trecker zu holen, mit der Kette durchzuziehen. Der war kurz vor knapp, dass er nicht durchging. Aber ja, deswegen 55er Trichter ist doch schon angenehmer irgendwie. Und so hat er sich auch gut durchgehalten. Ich meine, ist ja auch nicht viel dran, was soll da kaputt gehen. Naja, so, wir räumen mal eben den Rest auf und dann ist auch Schicht im Schacht, dann reicht mir das auch. Aber so verteilen wir es leider trotzdem noch nicht ganz. Ja, irgendwas ist ja immer. Naja. Montag. Ja, wie gesagt, hier in der Halle stehen jetzt so ein paar Bäume, die wir jetzt nicht mitverkauft haben. Die kann man sich so dann noch mit abholen. Dann leider natürlich uneingenetzt, aber sind dafür etwas günstiger. Falls so einer einen braucht, hier stehen noch ein paar schöne an der Halle. Bezahlung ist dann quasi im Kartoffelhaus. Ja, aber ich will jetzt mal eben hier ein bisschen die Sachen winterfest machen bzw. Wasser abdrehen, weil das heute Nacht schon relativ kalt war und die nächste Nacht auch alles frieren. Deswegen einmal Wasser abstellen, Hochdruckreiniger rein und bei den Treckern will ich noch mal eben beim Kühler nach Frostschutz gucken. Ich habe da ja so ein Gerät, da kannst du ja gucken, wo der Gefrierpunkt dann ist. Nicht, dass da noch irgendwo bei irgendeiner Maschine Kühler auseinanderplatzt. So, ich muss mal die Batterie laden. Und zwar wollen wir jetzt erstmal draußen das Wasser abstellen. Ich glaube, hier waren wir auch noch nie, ne? Hier ist die alte Milchkammer übrigens. Und hier ist die Zuleitung, wo das quasi vom Stadtwasser kommt. Hier ist Wasseruhr und hier geht das dann am Stall. Steht auch hier drin, Wasserhahn für Stall. Und der geht dann eigentlich ins Haus, wenn ich das gerade richtig weiß. Und der auch nochmal für was anderes. Jedenfalls brauchen wir die Leitung nicht. Hier, die schrauben wir dann einmal zu zum Wasser abstellen. So, einmal richtig schön dicht machen, beziehungsweise so dicht wie es geht. Irgendwie ganz hundertprozentig schließt sie nicht, da kommt immer noch ein Tropfen nach. Deswegen ist auf der anderen Seite von der Wand quasi, wo das jetzt hingeht, also die Rosten, nämlich da gehen wir jetzt gleich hin. Da drehen wir den Hahn auch nochmal zu, dann sollte das normalerweise dicht sein, zumindest war das die letzten Jahre jetzt immer so. So, ein bisschen geht noch. Nach fest kommt natürlich ab, aber sollte auch zu sein, ne? So, lassen wir erstmal so. Jetzt drehen wir erstmal eben weiter. Hier machen wir wieder zu. Dann gehen wir auf der anderen Seite quasi, wo der andere Absperrhahn ist. Wir nehmen mal eben einmal mit zum Raufstellen, weil ich da oben so nicht ankomme. So. Also wir waren eben quasi hier auf der anderen Seite. Und hier ist der andere. Hier war auch nochmal früher für Tränke, das ist aber schon länger abgeklemmt, also hier für die Trinkebecken und so. Die brauchen wir aber nicht, deswegen ist der abgeklemmt. So, den machen wir auch nochmal zu. So, und theoretisch da unter ist jetzt auch noch so ein kleiner Piedel, den könnten wir auch aufmachen zum Luft reinlassen. Aber wir machen gleich erstmal eben draußen die Wasserhähne auf. Und theoretisch hatte mein Opa, glaube ich, mal irgendwie sowas richtig gebaut, dass du hier mit Druckluft irgendwo rankommst und dann mit dem Kompressor die Leitung durchpusten kannst.
Ich weiß aber gerade gar nicht, wo der Anschluss ist. Das hatte ich auch noch nie gemacht. Ich habe immer nur so die Leitung dicht gemacht und die Hähne auf. Muss ich mal gucken. Aber irgendwo sollte normalerweise so ein Anschluss sein für Luft. Naja, hier draußen brummt der 611er gerade. Da habe ich nochmal eben, wie bei den anderen Trecker auch schon, nach dem Kühler geguckt, wie viel Frostschutz darauf muss, beziehungsweise wann der ist, wie viel Grad der Frostsicher ist. Da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Da habe ich jetzt was nachgekippt. Und lasse jetzt mal eben kurz laufen, dass er sich überall schön im Kühler verteilt und im großen Kühlerkreislauf. Deswegen muss der Thermostat ja einmal aufmachen und dann muss der Trecker ein bisschen warm sein. Deswegen läuft er sich hier so ein bisschen vor sich hin. So, hier machen wir jetzt mal die Hähne auf. Hier und auf der anderen Seite ist auch noch einer vom Stall draußen. Die machen wir schön auf und lassen die einmal leer laufen. Wenn die leer sind, brauchen wir eigentlich schon das ganze Wasser abstellen. Mehr ist nichts zu tun. Ja, dann kommen wir gleich, wenn die einmal leer sind, nochmal wieder her. Also eigentlich war es das dann. Deswegen gucke ich bei den Treckern jetzt eben weiter. Beim IHC habe ich eben gemessen, habe ich einen ganz kleinen Schluck Kühler Frostschutz noch wieder mit drauf getan. Der ist jetzt bis minus 18, minus 20 Grad sicher und beim kleinen Fan, beim 2D hatte ich geguckt, da war alles tipptopp, der war auch bis minus 20 Grad. Und wie gesagt, der große, da fehlt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Haben wir einer? Weiß ich nicht. Da fehlt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Da habe ich jetzt einen ordentlichen Schluck aufgekippt, lass ihn mal eben einmal durchlaufen und dann sollte der eigentlich auch sicher sein. Dann kann der auch wieder weg. Aber ja, irgendwie Lichtmaschine ist auch noch so ein Thema. Ich glaube, den muss man nochmal wieder raus. Jetzt eben wollte er wieder nicht anspringen. Weiß nicht, in 3 Wochen geht er ohne Probleme, dass er anspringt und auch Licht hat und alles. Und ja, jetzt wieder nicht, komischerweise. Ja. Vielleicht auch neue Lichtmaschine rein, nützt wohl nichts. Mal gucken. Aber wie gesagt, wenn ihr einigermaßen einen anderen Trecker gefunden habt, soll er sowieso auseinander und einmal restauriert werden. Aber bis dahin muss ich noch einen anderen Trecker finden. Ja, gucken wir mal. Sieht das hier aus? Hier läuft Wasser schon mal nicht mehr. Ja, sonst war eigentlich nirgendwo mehr ein Hahn. Nö. So, wir gucken noch mal eben im Kühler. Natürlich, wenn der warm ist, nicht einfach das Ding hier aufschrauben. Das kann böse ins Auge gehen, wenn der Kühler oder das Wasser da drin heiß ist. Das spritzt euch überall hin, weil das natürlich Wasserdampf will immer nach oben und hat Druck. Deswegen kann das auch mal gefährlich sein. Man kann ja einmal runterdrücken, dann entlüftet er schon mal ein bisschen, dass er dort weg kann. Aber nicht einfach aufschrauben, sonst kriegt ihr heißes Wasser ins Gesicht, das ist nicht ganz so angenehm und so gesund. So, wir gucken mal, ich kann vorher schon sagen, hier ist voll das Brodelwasser, also Schmutzwasser drin, sehe ich gerade. Das kam von dann anscheinend nochmal wieder richtig hoch. Ich habe den einmal schon richtig sauber gemacht, aber dann müssen wir auf jeden Fall nochmal bei. Nein, ist ja richtige Plörre drin. Naja, jedenfalls habe ich hier mein Messgerät. Oder ich kann da mal vorne sein. Da drückst du oben den Ball dann quasi rein, gehst hier ins Wasser und dann saugt er sich so voll. Und hast du. So. Und dann ist hier so eine Scheibe, die bewegt sich dann im besten Falle. Aber kann man schon was gerade ähnlich, ne? Das geht ein bisschen dunkler. Schlecht einzufangen. Jedenfalls, da sind. Anschläge einzufangen. Da sind auf jeden Fall Nummern drauf, beziehungsweise Zahlen, bis wie viel Grad das frostsicher ist. Und links auf der Seite, jetzt sieht man vielleicht so ein bisschen, aber auch nicht. Links ist so ein kleiner Zeiger, der zeigt dann an, bis wie viel Grad das frostsicher ist. Hier sind jetzt gerade minus 19 oder so. Das kommt hin auf jeden Fall. Und so kann man das dann halt messen. So, Deckel wieder rauf, Trecker in der Ecke. Einmal am Wasser nachgucken und sonst ist Feierabend. So, nochmal, ich probiere das jetzt nochmal eben hier in der Diele, dass vielleicht besseres Licht. Jetzt einfach mal mit reinem Frostschutz. Also einmal richtig voll saugen lassen. Schön bis oben hin, dass hier richtig voll ist. Das hatte ich nämlich eben auch, sonst arbeitet das nicht richtig. So, und dann sieht man, ich hoffe, man sieht das. Hier links quasi diesen kleinen Zeiger, der wandert dann, je nachdem, bis wie viel Grad das frostsicher ist. Wir sind jetzt quasi minus 18 Grad. Der wandert dann immer so nach hinten, egal wie man das dreht. Wenn ich das jetzt so halten würde, pendelt er sich irgendwo da wieder ein. Ja, so ist das Ganze. Einmal wieder rauslassen, den Saft da. Und dann weiß man, wie viel Grad der Trecker sicher ist.
Jo, nochmal im Flott nebenbei. Und zwar dieses schöne Heft, das riecht vielleicht der ein oder andere ja. Da ist jemand drin, und zwar dieser Junge hier. Ja, die Stark hat mich interviewt. Und ich habe freundlicherweise vier ganze Seiten, glaube ich, gekriegt auf der Stark. Ja, kleines Interview. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich damit rein durfte. Na, komm, nächste Seite. Ist, finde ich, auch ein ganz schöner Bericht geworden. Also, ja, wer sie noch nicht gelesen hat, könnt ihr ja gucken, ob man die so einmal abonniert oder so mal irgendwie kriegt. Auf jeden Fall schöner Bericht geworden, finde ich. Das ist die Ausgabe 1.22 oder 2022. Ah, Take 2. Ich habe das Ganze, was ich jetzt rede, schon mal alles gesammelt, aber hier eine GoPro. War gerade alles fertig, da gucke ich auf die GoPro. Es ist irgendwie Time Warp Modus drin, also alles vorgespult und da ist natürlich dann kein Ton mit aufgenommen. Ja, tolle Brust. Dann alles normal. Ich wollte jetzt gerade wieder aufnehmen, aber jetzt ist der Akku auf einmal wieder leer, weil es so kalt ist. Deswegen sammle ich nochmal eben schnell alles ins Handy. Also, die letzten Nächte war das echt fröstlich kalt. Das war auf jeden Fall eine richtige und gute Entscheidung, dass wir alles noch winterfest gemacht haben. Das war echt die letzten Tage fast durchgehend am Frieren. Das Kälte, was wir hatten, war so -5, -6 Grad und dann, ich glaube vorgestern ist so ein bisschen aufgetaut, aber sonst die letzte und die nächste Nacht soll eigentlich durchgehend frieren. Also, gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Ich kann nochmal eben draußen filmen, da haben wir noch so ein paar Tonnenbäume stehen. Wo sieht man das jetzt? Ach, mit dem Handy kann ich immer wieder nur so filmen. Hier stehen noch ein paar Tannenbäume. Also falls morgen noch irgendwie einer braucht, hier stehen noch ein paar schöne an der Halle. Die könnt ihr euch so oder einfach wegholen, Bezahlung und Kartoffel. Also so wegholen mit, meine ich, mit Bezahlung und Kartoffel aus, dass hier keiner beistehen, abkassiert. Dann natürlich aber ohne Einnetzung müsst ihr halt dann eben so irgendwie im Pferdeanhänger oder irgendwie Autoanhänger mitnehmen. Dann könnt ihr hier noch kurz vor Weihnachten schnell eben einen wegnehmen. Hier sind auf jeden Fall noch schöne bei. Auch relativ große noch, falls ihr irgendwie große Wohnungen habt. Ja, irgendwas wollte ich noch erzählen, habe ich wieder vergessen, das ist im vorgespulten Modus alles aufgenommen. Naja, Online-Shop nochmal eben kurz, meine Pappen waren theoretisch hier, aber die hatten leider keinen angetroffen zum Paket abstellen hier. Deswegen haben wir sie alle, ich weiß gar nicht mit was das kam, DHL oder so, die alle wieder mitgenommen. Ja, deswegen dauert das jetzt doch noch wieder ein bisschen. Leider doch nicht zu Heiligabend die ersten Pakete raus. Aber naja, dann ist das so. Ich habe bestimmt was vergessen. Ach doch, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Eigentlich wollte ich heute mit der Drohne noch fliegen, weil das... sieht so komisch aus mit meinen Augen hier, ne? Eigentlich wollte ich mit der Drohne noch fliegen heute, aber das habe ich leider auch nicht geschafft. Eigentlich, wären da schöne Luftbilder gewesen, weil das halt auch so fröstlich war. Und so, kalte Luft, also nasskalte Luft gewesen war. Da waren die ganzen Baumspitzen so gefroren, alles richtig weiß am Glitzern. Das wären bestimmt schöne Aufnahmen gewesen, aber ja, ich war leider auch halben Tag noch auf Arbeit. Und dann habe ich das auch nicht geschafft, jetzt auch wieder dunkel. Naja, irgendwann kommt vielleicht nochmal so ein Tag, dann lasse ich die Drohne nochmal hochfliegen. Ja, ansonsten ist eigentlich wieder nicht viel. Geht die nächsten Tage jetzt langsam wieder weiter, hier auch in der Werkstatt und so. Baumverkauf ist jetzt ja fertig. Fängt der normale Wahnsinn wieder an. Naja, gut. Bis dahin, besten Dank fürs Zusehen. Guck gerne in den nächsten Vlog wieder mit rein. Kuxland-Agrarvideos auf Instagram einmal nachgucken, wer noch nicht den Like-Button da gedrückt hat oder den Folgen-Button. Und dann sehen wir uns frisch und munter. Ne, in diesem Jahr auf jeden Fall noch ein paar Videos. Genau, bis dahin, seht zu.